Ja, Du dann. wolltest 10 Korke weiter haben, ne? Genau. Ja, die So viele meisten wie sie. dann so, wie gesagt, Bailunker Reiter, die dann einbestellt worden sind, die hattest du ja extra, damit es dann schnell ging, hattest du die dann organisiert und die sind dann ebenso sehr schnell geritten, kommen dann aus Angbar, aus Ferdok, vielleicht aus Eslams Grund oder aus Romulus, also aus der Gegend, aus der ersten Gegend, aus der ersten Entfernung. Und die sind natürlich schon wohl eingetroffen und freuen sich dann, dass sie mit dir den Abend verbringen können. Die Anführerin, die sich hier wohl aktuell rauskristallisiert hat, ist dann ja wieder Koriana, die dann als Vorsteherin hier die Kämpfe leiten wird. Ja, und zwar möchte ich die alle, ich würde die einmal, also zumindest die Chorgeweihten einmal alle zusammenrufen und auch die Anführer von den drei Bannern, die ich schon da gefunden habe. Habt ihr alle einen Moment Zeit für mich? Ja, kommt mal alle her, bitte. Ja, für euch immer. Es geht um Folgendes, und zwar würde ich zumindest euch alle gerne an dem Tag, an dem das Fest stattfindet, so um 12, schon mal zu dieser Therme bitten, dass wir uns schon mal einen Plan machen können, wofür die ganzen Männer aufstellen. Bei 200 Mann müssen wir ein bisschen organisieren, wer wohin kommt, wer was bewacht und so. So einen kleinen Rundgang drumherum machen, vielleicht schon mal ein paar Leute einteilen. Das können wir nicht in 2 Stunden machen. Ja, kriegen wir hin. Wir sitzen dann sowieso den halben Tag hier rum, bis wir dann irgendwann einbestellt werden. Sehr gut. Okay. Ja, vielen Dank. Mehr wollte ich gar nicht. Und dann suche ich mir irgendeinen Chorgeweihten aus, mit dem ich mich ein bisschen prügeln kann. Also es geht auch nicht darum, den jetzt umzuprügeln, sondern es geht nur um da mal ein bisschen Raufen? zu frönen. Ja, Ja, gut. klar. Gut, alles klar, könnt ihr machen. Wirst dann natürlich so ein paar blaue Flecken haben, auch Gesicht dann morgens früh blau geschlagen, blutig, offene Lippe oder sowas. Aber du gehst da mit einem guten Gefühl raus. Streich dir einfach mal 10 Lebenspunkte. Und du Der hat hast mir Spaß. richtig aufs Maul gehauen. Ja, das sind dann ja mehrere Kämpfe den ganzen Abend über. Jalan! Ich schneide mal Isingers rein. Bei Isingers. Ja, also ich schaue mal, ob er irgendwie gerade einen Lehrling oder so frei hat oder einen Gesellen, der mir mal das Kettenhemd flicken kann. Seine Aber Tochter. prinzipiell nicht so wichtig, ja. Und dann, ich unterhalte mich ein bisschen mit ihm über das Turnier, über die Lage in der Stadt. Ich lamentiere über Leonide. Und frage ihn mal, was er denn einer Frau schenken würde. Einer Frau, ein Schwert, ein gutes Schwert. Schwert, ein gutes Schwert. Ey, dir, das habe ich auch gesagt, aber meine Kameraden haben mich fast ausgelacht. Ihr könnt auch ein Schild schenken oder ein Dolch. Gut, Dolch würde ich mich jetzt auch nicht drüber freuen. Muss natürlich herausragend gearbeitet sein, aber gutes Paar Plattenstiefel kann man nie genug haben. Er ist ja dann mal nach meinem Geschmack. Ja. Fachsimpel dann mit ihm noch ein bisschen über die Waffen und die Rüstung, aber ich tue sonst nichts Produktives mehr. Okay. Ja, Ich treffen nehme wolltet ihr mein euch. Kettenhemd jetzt als repariert an, ja. Es ist repariert. Treffen wolltet ihr euch nicht mehr, dann schreiben wir den nächsten Tag und zwar der vierte Turniertag, zweiter Pereine, Zweikampf mit schweren Handwaffen. Regenerieren wir mal. Welchen Modifikator gibt Putz uns noch gleich? Du schläfst im Bandstrahlerturm. Minus 1. Ja, wir wollten es ja nicht mehr treffen, siehst du? Konsti geschafft. An diesem regnerischen Tag stellen sich die Kombattanten zum Zweikampf mit schweren Handwaffen auf. Bastardschwerter, Kriegshämmer, Breitäxte. Überall ist das Scheppern schwerer Rüstung, Gelenkkacheln und Eisenvisiere zu hören. Ein Schlag dieser Streiter kann einen einfachen Menschen zu Boron schicken. So steht ihr erneut auf dem großen Turnierplatz. Diesmal könnt ihr Raphim mit seiner mächtigen Waffe sehen. Dieses Mal wird es ernst. So Leute, wie funktioniert das hier jetzt? Ich habe gestern nicht so gut aufgepasst. Fordere ich jetzt jemanden raus? Werde ich rausgefordert? Für gewöhnlich wird entlang der Rangfolge gefordert, aber ich nehme an, das wird hier auch nicht so eingesehen. Ja, gut. Ich nehme mal an, dass ich dann so als letzter fordere. Ja, du kannst schon Ich. sehen, wie durch den, ja, wie gesagt, es regnet gerade, der weiße Ritter ist wohl auch angetreten.
zumindest in seiner neuen Disziplin, darf er wieder antreten und steht da gerade mit einem großen, ziemlich hübschen Zweihänder. Ein herausragend gearbeitetes Turnierschwert, das er da gerade in der Hand hat. Und schwenkt das so ein bisschen in der Luft. Kann da wohl definitiv ein bisschen mehr zulangen, als das vorher noch mit seinem Einhandschwert möglich war. Während ihr euch das noch ansieht, kannst du sehen, wie Rafim an deinem Wappenrock unten an den Knien zupft gerade irgendjemand. Ey, Rafim. Hä? Ja, was kann? Wer ist das? Ignar? Albrax, Groscho, Agam, der hochgehörige der Zwerge. Ja, komm. Gott. Das wird interessant. Wir sollen ja stumpf kämpfen, deswegen lasse ich meinen Feldspalter einfach mal hier. Ich nehme meinen Hammer. Du, ich wäre auch bei Fäusten dabei, aber ich glaube, das sehen die nicht so gern. Nee. Ah, feige Pack. Nee. Wir müssen schon mit schweren Waffen kämpfen. Ja. Ich habe meinen Hammer in meinem Rock, habe ich doch nicht umsonst eingepackt. Ich schaue mir mal seine Waffe an, vermutlich eine göttliche Arbeit. Ja, zwergische Arbeit, auch wieder mit sehr, sehr vielen funkelnden Edelsteinen. Eher eine zeremonielle Waffe. Also, du kannst es einschätzen, weil du waffentechnisch sehr bewandert bist. Ein Mensch würde niemals mit einer solch zeremoniellen Waffe in den Kampf gehen, weil sie vielleicht splittern könnte oder so etwas in der Art, einfach beschädigt wird, Gebrauchsspuren bekommt. A, zwergische Waffen gehen nicht kaputt oder bekommen keine Risse und B, er ist ein Zwerg. Ist ihm egal. Ist ihm egal. Ja, ich freue mich darauf. Gut, los geht's. Wo ist er denn? Oh, ich bin aber groß auf diesem Feld. Ja, genau, das ist dann der für die Initiative. Dann musst du gleich mal auswürfeln. Ja, warte. Ja, können wir anfangen. Jalan wird herausgefordert vom Prinzherzog vom großen Fluss, Hagobald Gundwin. Ich hatte mich schon auf den Weißen Ritter gefreut. Später. Wann haben wir uns eigentlich getroffen? Jetzt gerade erst, oder? Wenn ihr möchtet, ganz generell, wenn ihr möchtet, könnt ihr auch noch vorher was besprechen. Ansonsten steht Rafim auch gerne schon im Ring mit dem Zwerg und der Zwerg dehnt sich erstmal noch so ein bisschen. Dann kann Rafim erstmal draußen am Rande stehen, der Balustrade, während die anderen sich das noch ansehen und ja. Ich würde eigentlich mich ganz gerne heute Morgen schon mit Isarun getroffen haben und einen Halbtank verdaut. Ja, ich habe alles. Ich bin der Dealer jetzt. Nehmen wir das einfach mal als ja. Aus der magischen Akademie, Jalan. Ach, was würde denn lieber ein Strahler sagen? Jalan, wer ist denn jetzt euer Gegner? Nun, den Prinzen. Aber offensichtlich. Es ist, nun, wird wohl eine große Ehre sein. Und er wird sich wohl ansehen wollen, wie wir so drauf sind, bevor er dann unserer Gala erscheint. Ja, dann würde ich sagen, rein technisch habe ich gewonnen, oder? Mit dem König? Nun, technisch gesehen wohl schon, nehme ich an. Bin ein Zwerg wie jeder andere. Ja, da habt ihr recht. Aber dann kommt, fangt an, Jalan. Ihr Glück und macht euch gegenseitig nicht zu sehr kaputt. Ihr müsst noch ein paar Runden. Ach, ganz oder gar nicht, nicht wahr? Ich gehe danach auf mein Feld. Ich sehe auch zu, dass meine Knappen mitkommen, dass sie sich das begucken können. Schaut mal hier, das ist der Prinz vom großen Fluss. Sein Vater ist der Herzog. Ich lamentiere vermutlich auf dem Weg die ganze Familiengeschichte von denen runter. Ich habe leider gerade nicht mehr. Sein Vater ist der Herzog und seine Schwester ist die Gräfin von Hatzelinde und sein Bruder ist der Baron von Wirseldorf. Du wirst wahrscheinlich diese Person gar nicht kennen, weil du mit Arvena, mit Albernien eigentlich so gar nichts am Hut hast. Ich nehme mal an, die Herrscherfamilien kennt man, oder? Du aus Tobrien? Ich kann die Etikette würfeln. Oder Heraldik. Heraldik, ja. Das ist eine Heraldik plus 3. Naja, ich meine, ich glaube, es ist eine Feste bei den Griffen von Herzelinden. Vielleicht war das auch in Wahrheit so eine Albernierin. Ich glaube, das sollte ich nicht so laut sagen, dann könnt ihr das hören. Verzeiht. So, habe ich doch irgendjemand vergessen? Ich glaube, das sind nur ihr zwei, ne? Jalan und Rafim wollten kämpfen. Ja. Gut.
Ansonsten noch vertreten anderthalb Bänder, Infanteriewaffen, Speere, Zweihandflegel, Zweihandhiebwaffen, Zweihandschwerter und Säbel und die Kettenwaffen Ogerschelle und Ochsenherde. Das sind die erlaubten Waffen für diesen Durchgang. Ist wirklich jemand mit einer Zweihandflegel hier? Das mit einem Zweihandflegel. Der schwarze Ritter wäre es gewesen, aber er ist nicht mehr hier. Okay, gut. Ich wollte schon Leute rauslachen gehen. So, es gilt ein Mindestschutz von RS5 für Torso, Zeug und Helm. Jo, das ist der Mindestschutz, sonst wäre von der Teilnahme abzuraten, einfach weil es sonst sehr schnell tödlich werden könnte. Wir würfeln Initiative und gehen von links nach rechts. So, Interesse halber, wie ist der Junge bewaffnet? Ein Zweihandschwert, ja. Er wird ein Zweihandschwert führen. Hier steht übrigens drin, dass ein meisterlicher Schwertführer eine Initiative von 6 plus 1 wie 6 hat. Ich nehme an, da hat man die 1 vorne vergessen. Vermutlich. So, nehmen wir mal die 16 an. Na, ich verneige mich auch nochmal vor ihm. Wenn wir da reinkommen, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Gut, dann habe ich ihn und Albrax höre ich auch auf der 21. Ach, da kommen noch 2 Punkte drauf vom Schwert, sorry. Ich vergesse mal, das immer die Waffe zu würfeln. So, Franka spielt nicht mit. Dann stehst du wo? 19. Auf der 19. Wo steht er? Beide stehen auf der 21 und ihr steht beide auf der 19, die stehen beide auf der 21. Ist da deren BE schon angerechnet? Ja, oder? Ja. Okay. Gut. Dann. Ja, alles klar. Dann beginnen wir das Turnier mit der ersten Kampfrunde. Wir gehen von links nach rechts. Rafim, du musst handeln. Ja, ich versuche ein Umreißen. Denk dran, dass du fürs Umreißen im Halbschwert stehen musst. Ja, bin ich. Ich stehe immer im Halbschwert. Also außer ich sag was anderes an. Gut, du möchtest also auf Distanzklasse N angreifen? Ja. Er steht auf S, weil, na gut, er ist nur ein Zwerg. Na gut, dann geben wir dir mal N. Geben wir dir mal N, dann lasse ich das einfach mal zu. Dann sag mir doch mal bitte, was das Manöver Umreißen tut und sag auch dazu, dass du einen Waffenmeister hast und dich nur eine plus 4 kostet, keine plus 8. Ja, Umreißen ist um 8 erschwertes Manöver, das darauf abzielt, meinen Gegner umzuwerfen. Ich habe einen Waffenmeister, der erleichtert es mir um 4, also habe ich nur eine 4er Erschwernis. Der Gegner muss mit einer plus 8 in diesem Fall parieren oder halt auch ausweichen, wenn er möchte. Falls er keine Parade schafft, würfel ich meinen Schaden und danach würfelt er eine GE-Probe, erschwert um meine Trefferpunkte, um stehen zu bleiben. Sonst fällt er hin und verliert 2 bis 6 Punkte Inni und bekommt halt erstmal den Zustand liegend, wenn er nicht wieder aufstehen möchte. Gut, dann möchte ich erstmal verteidigen. Eine Attacke plus 8, eine Verteidigung plus 8 hast du gesagt. Das würde ich nicht schaffen. Gut. Ja, dann lass mich kurz Schaden würfeln. Eine um 14 erschwerte GE-Probe. Eine um 14 erschwerte GE-Probe. Ja. Mit der 16 würde ich das nicht schaffen. So viel ist sicher. Ja. Dann fällt er jetzt erstmal oben und verliert 2-6 Inni. Dann verliert er 2-6 Initiative-Punkte. Das ist nicht über seine Konstitution der Schaden, das heißt, er ist nicht ohnmächtig. Es macht auch keinen Schaden. Okay, gut. Also er im Krieg bekommt gar keinen Schaden, er fällt nur um. Dann, Initiativeverlust waren 5 Stück. Von 21 geht er auf die 16. Und er verdient die restlichen Aktionen, richtig? Nee. Steht er nicht? Dann muss er wieder aufstehen. Richtig. Das kostet, ich glaube, 2 Aktionen oder man kann auch in einer Aktion aufstehen. Wenn man eine GE schafft, ja. Richtig. Gut, dann schaue ich einfach mal nach, ob er das schafft. Bei dir ist, glaube ich, da noch Behinderung erschwert. Ja. Ja, ich würfel einfach mal mit der 4, will er das schaffen. Eine interessante Technik. Na gut, dann werde ich nächstes Mal etwas schneller sein und mein Füßchen anheben. Gut, so gefällt mir das. Keine Speichellecker. Auf der anderen Seite, Jalan gegen Hagrobald.
Ich teste ihn erstmal ein bisschen aus. Ich mach mal schnellen Angriff. Mach mal eine Achterfinte. Guck mal, wie seine Verteidigung so aussieht. Gegenhalten. Tatsächlich nicht geschafft. Ja, danke, dass du es früh genug ansagst. Ist trotzdem um 8 erschwert. Ist trotzdem 8 plus 4 insgesamt 12. Dann wäre es doch nicht gelungen. Das ist egal. Es wird ja gleichzeitig gewürfelt. Das heißt, dein Erschwernis geht trotzdem. Dein Manöver ist nicht gelungen. Es ist egal, die Manöver werden gleichzeitig. Ja, das ist trotzdem sowieso geschafft. Ich nehme mal an, er packt die 12 Erschwernis. Ja, wieso 12? 8 von der Finte, 4 vom Gegenhalten. Ach so, 4 vom Gegenhalten, ja. Also, gut, ja, klar, wird er schaffen. Und das ist seine Verteidigung. Er kann dir jetzt vollen Schaden geben. Wie viel macht Zweihänder? 2W6 plus 3. Plus 3 nur? 2 oder 3, eins von beidem. 2 plus 2 ist der Grundschaden, ohne TPKK und ohne Verbesserung. Ja, dann würde ich das, glaube ich, nicht so sehr interessieren. Und er kann seine eigene Attacke reinbringen. Jo. Dann mache ich mal einen Wuchtschlag. Wuchtschlag 8. Mhm. Parade unerschwert. Die ist nicht gelungen. Ja, die ist nicht gelungen, genau, weil du parierst A nur auf die 17 und dann durch die 8, die du noch vorher hattest. Dann mache ich die jetzt 2W6 plus 3 plus 8 sind 8 und 8 sind 16 plus 3. 19. 19. Gib mir eine Zone. Ziehen wir die Rüstung ab. Ja, gib mir eine Zone. Ja. Rechts das Bein. Da habe ich gar nicht mehr so viel. Das sind 11 Punkte Schaden. Ja, sollte trotzdem nicht über deine Konstitution sein und du kannst weitermachen. Aber ist es eine Wunde? Nein. Und ist ja, wenn der Schaden über meiner Konsti liegt, dann muss ich, kann ich keine Wunde kriegen, ohne umzufallen. Genau, es ist eine Ausdauerschaden, also kannst du nochmal 6 LEP abziehen. Warte kurz, wie viel habe ich gesagt, kommen durch? 11. Ja, 6. Das sind 6. Gut. Das war schon mal eine sehr spannende erste das Runde. Das war ein ordentlicher Treffer. Ich habe aber noch eine Aktion. Ich habe auch noch 2. Und mit dem gebe ich ihm jetzt direkt erstmal einen 6er Wuchtschlag mit. Immer durch. 6er Wuchtschlag, du hast keine Erschwernisse mehr, ne? Das ist richtig. Nein, habe ich gerade abgebaut. Ja. 21. Guter Treffer, schau euch den hier mal an. Bums. In vermutlich den Torso ziehen wir 6 Punkte ab. Dann bist du genau auf seiner Konstitution, passiert erstmal nichts. Außer, dass er Schaden kriegt. Taumelt ein bisschen zurück. Wir haben Rafim noch vergessen. Rafim hatte noch Aktion. 2 Aktionen. Ja. Du hattest ihn einmal umgerissen und hast dann richtig zugesehen, wie er aufgestanden ist. Hast mit einem Waffenmeister eine dritte Aktion. Nee, er muss ja aufstehen in seinen. Also entweder er bleibt liegen oder er muss dann handeln. Ich habe gehandelt, dann muss er handeln, er steht auf, danach habe ich 2 Aktionen. Ja, ist richtig. Wenn du mit deinem Waffenmeister eine dritte Aktion hast, dann hast du noch 2 Aktionen. Ich dachte, richtig, wenn jemand umfällt, müssen alle einen Schritt zurück tun, der steht auf und dann geht's in der neuen Kampfrunde weiter. Der Junge ist ein Zwerg und ich bin ein Anfahner, das ist mir herzlich egal, was der runter tut. Also nicht drum, gut. Also er ist aufgestanden. Du kannst jetzt noch 2-mal handeln, also gut, die... Ja, ich versuche mal einen ganz entspannten Vierer Finte und gucke mal, wie er das so nimmt. Okay. Ja. Stabilen Crit. So, eine Vierer-Finte. Dann, er muss eigentlich frei ausweichen. Ich glaube, ich mache das aber nicht, weil dann fällt man. Der ist mit einer Aktion aufgestanden. Das heißt, er hat noch eine Parade oder eine Aktion. Naja, er hat pariert und dann ist er aufgestanden. Entweder wenn er nur, wenn er 3 Aktionen hat, hat er noch eine Aktion. Das ist richtig. Ich kann aber frei ausweichen. Das werde ich mal tun. Ich werde erstmal die würfeln und dann können wir nochmal rechnen. 11, das sieht schon mal schlecht aus. Erstmal ist die Parade halbiert und dann plus 4. Ja, dann mach Schaden. Ja. Seine Initiative fällt weiter. 34. Nee, doch, 34. Doch, ja. 34. Nee, TPKK wird nicht mit verdoppelt, oder? Doch, gut. Ist egal, komm, 34. Das macht dann einen Schaden, dann sind es 33. Was ist das denn? Wir haben immer die TPKK mit verdoppelt hier. Ja, ich kann sagen, nur Wuchtschläge werden nicht verdoppelt. Dann ist es 34, ich gebe dir auch eine Zone. In den Schwertarm. Okay, wir ziehen mal die Rüstung von, ich sag mal, 8 Punkten ab. 34 minus 8. 8.
sind 26 TPA, sind 13 echte Schaden. Okay, dann also er ist auf alle Fälle raus, aber er ist nicht tot. Das ist mir jetzt... Ja, beschreib die Szene. Ja, Rafim schaut ihn kurz an, er steht wieder auf. Rafim in alter anafanischer Manier natürlich direkt zum nächsten Schlag ansetzen. Man lässt den Gegner ja nicht einfach so wieder aufstehen. Setzt an und sticht gezielt an dem schweren Kriegshammer, war es glaube ich, das Zwerg vorbei und trifft ihn schwer am Arm. Ich weiß nicht, ob der Zwerg seine Waffe fallen lässt, aber ich nehme mal an, das tut er nicht, weil er ist ein Zwerg und ist der Zwergenkönig, der nimmt das. Ja, er nimmt das und er wird gegen die Holzbalustrade geschleudert und sinkt da dann zusammen. Ein paar Zwerge laufen dann auf ihn zu und versuchen ihn dann so ein bisschen ja wieder wach zu kriegen, ein bisschen Wasser, was dann herbeigeschafft wird, was ihm dann auch ins Gesicht geschüttet wird, und dann schüttelt er sich dann auch nach so, ja, ein paar Sekunden, nach ein paar Augenblicken schüttelt er sich erstmal und kommt dann wieder wach, macht dann erstmal das Visier seines Helms auf. Das ging mir viel zu schnell. Den habt ihr aber gut weggesteckt. Natürlich habe ich den gut weggesteckt. Solche Schläge haben wir in der Landfahrt schon so manchen in der Arena zerteilt. Ah, ihr Zwerge seid halt einfach hart. Ich würde ihm auch meine Hand reinnehmen. Ich hätte nicht zögern sollen. Ich hätte euch direkt beim ersten... Ah, dass ihr mich umgerissen habt. Das war so ein bisschen... Ja, wisst ihr, das habe ich in der Landfahrt gelernt. Wer zögert, der verliert. Direkt den Schlag suchen. Gut, Taktik. Yalan gegen Agrobald auf der anderen Seite. Ich habe noch die 21. Ich schaue mir erstmal an, was du machen möchtest. Ich habe mich letzte Runde wohl etwas überanstrengt, deswegen mache ich jetzt lieber eine 6er-Finte. Mal rein, ich will ihn direkt. Oh, das ist der Wasser. Ah, du bist so tot. Sorry, das ist der falsche. Durz. Dann verlierst du 1W6. Ich meine, wenn er Rondianisch ist, muss er mich jetzt aufstehen lassen. Ich weiß nicht, wie sehr er gewinnen will. Er haut ohne Kraft noch einmal gegen dich, sodass es aussieht, als ob er dieses, diese miserable Leistung von dir zu verantworten hätte. Das heißt, das sind also auch wichtige Punkte wieder mal für ihn. Ja, okay, ich höre mich dann auf, ich nick ihm nochmal zu, murmel irgendwas von wegen Danke, dass er mich nicht gar so behindert aussehen lässt. Wie viel Initiative verlierst du denn? Gar nichts, dann werde ich wieder. Also, Sturz, ich stehe wieder auf und dann. 1W6 Initiative. 1W6 nur? 2W6? 2W6. 2W6? 1W6. Ja, doch, 2W6, wie beim Umreißen oder so. Gut. So, moin moin und damit willkommen zu einem Voice-Over. Ja, der nächste Kampf, der sich jetzt hier mit Agrobald andehnt, anbahnt, der dauert auch wieder ein bisschen länger, und dadurch, dass da wenig passiert ist und am Ende ein Punktesieg errungen wird und kein K.O., habe ich mich einfach mal dazu entschieden, um diesen Kampf zusammenzufassen. Ich habe die Geschwindigkeit nach oben gedreht, die Würfelwürfe könnt ihr sehen. Wenn euch das also nochmal interessiert, könnt ihr nochmal ein bisschen auf Stopp drücken, aber ganz generell, es war ein Hin und Her, es wurde viel getroffen, es wurde ein bisschen Schaden gemacht. Der Schaden reichte aber auch nicht aus, um dann über die Konstitution des jeweils anderen zu kommen. Und daher habe ich dann einfach beschlossen, dass euch damit nicht gedient ist, wenn ich euch nochmal einen Kampf für 10 Minuten zeige. Vor allem, weil es eben auch in letzter Zeit sehr viele Kämpfe gab und es werden auch noch ein paar wenige folgen. Aber dementsprechend dachte ich mir einfach, ihr freut euch dann mehr drüber, wenn ich jetzt das Ganze hier einmal aufdrehe mit der Geschwindigkeit und dann jetzt gleich wieder mit der Story fortfahren. Viel Spaß. Der Turnierrichter wird das Ganze abbrechen. Knapper Sieg nach Punkten für Yalan. Vor allem nach hinten raus, vorne raus hat Agrobald vieles gewonnen, aber... er wird das abbrechen. Ich gehe zu ihm hin, wenn er sich unterhalten möchte. Ja, klar. Also, wie gesagt, er ist noch bei Bewusstsein, geht ihm gut, schüttelt sich ein bisschen, rafft sich seine langärmiges Kettenhemd nochmal hoch. Na gut, das war knapp. Das war wirklich knapp. Danke, dass ihr mich, als ich dahin gefahren bin, nicht so doof habt aussehen lassen. Verzeiht mir, ich habe gesehen, dass ihr stolpert und ich wollte die Punkte noch ganz gerne mitnehmen. Ja, ich meine, das sieht, denke ich, auch besser aus, wenn es aussieht, als hätte die mich umgeworfen. Hat zum Glück keiner gesehen. Sonst wäre ich dann wie ein Dilettant auf dem Sand ausgerutscht. Ja, das wäre natürlich sehr, sehr peinlich geworden. Gerade für einen Drachentöter.
Als ich einen Drachen getötet habe, gab es keinen Sand, zu meiner Verteidigung. Ja, ich werde mir das dann sicherlich in morgen, übermorgen, ich werde es mir sicherlich dann nochmal ansehen, wie eure Version der Geschichte dann beim Theaterspiel aussieht. Ich muss euch warnen, Marischal neigt zu Übertreibungen. Den kenne ich leider nicht, aber ihr werdet das schon sicherlich gut organisiert bekommen. Sicherlich. Nun, ich freue mich auf eure Anwesenheit. Ja, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Gib dir die Hand zum ritterlichen Gruße. Nehmen wir natürlich an und dann werden wir vermutlich schon vom Feld gekehrt. Ja. Ich schau mal in die Ränge. Ist Leonida da? Ja, ist sie. Natürlich. Dann halte ich kurz das Schwert hoch, versuche ihren Blick aufzufangen und dann geht's weiter. Gut. Du siehst, wie sie wohl eine rote Rose hochhebt. Wo auch immer sie die her hat. Dann komme ich stirnrunzelnd zu den anderen. Ah, Rafim, wie lief's? Ja, ein guter Schlag. Was habt ihr erwartet? Ernsthaft? Einer? Gegen den Zwergen? Ja, ich hab ihn erst umgerissen, er ist wieder aufgestanden und dann ist er durch die Arena geflogen. Hätte nicht gedacht, dass er das überlebt. Kann er noch gehen? Ja, er ist ein harter Junge. Der war schon ein harter Junge, da waren wir noch gar nicht geboren. Glaube ich. Ich glaube, er war schon ein harter Junge, da waren noch nicht mal unsere Väter geboren. Ja, war ein guter Schlag auf jeden Fall. So kann das Turnier hier anfangen. Ein sehr guter Schlag. Na, wenn ihr so gut seid, wünschte ich mir doch fast, ich hätte es sehen können. Naja, wenn ihr wollt, könnt ihr es aus der besten Position gleich betrachten. Ich würde gerne, aber ich lehn's nochmal auf die Felder. Ich hatte gehofft, ich könnte vorher mir den schwarzen Ritter, den weißen Ritter mal vornehmen. Ja, ich werde euch nicht. Was war das gerade? Was war das gerade? Gegen die Seeschlange lief das besser. Und zugegeben, die Seeschlange hat auch nicht versucht. Ach. Lasst gut sein. Gut, ihr habt euch umwerfen lassen. Das war nicht so schick, aber sonst habt ihr es doch ganz gut gemacht. Die Wahrheit ist, dass ich wie ein Dilettant auf den Sand ausgerutscht bin. Nicht schön. Wenigstens auf dem Blut von anderen Leuten oder nur auf dem Sand? Ich glaube nicht. Ich habe zumindest keins gesehen. Immerhin war der Prinz so frei und hat es aussehen lassen, als hätte er mich umgeworfen. Was bedeutet denn die rote Rose, die Frau hier entgegengehalten hat? Das frage ich mich auch gerade. Ich meine, Abelmeier hatte doch was von Blumen erzählt. Ich war so frei. Ich war so frei, der guten Dame in eurem Namen etwas ein paar Blumen zu schicken. Ihr habt. Ich wollte eure amorösen Bemühungen unterstützen. Ja, danke, schätze ich. Seht ihr, ich war bei Eisinger und habe ihn gefragt, was man wohl einer Frau schenkt. Er sagt ein gutes Schwert oder ein ordentliches Paar Plattenstiefel. Ihr wollt doch nicht wirklich einer Frau Plattenstiefel schenken. Nun. Schöne Plattenstiefel. Schuhe kann man nie genug haben. Richtig, also ich meine, man braucht doch was an die Füße. Schaut euch mal meine an, die sind auch ordentlich abgewetzt. Tobria. Wie sollte das schon wieder heißen? Oder so ein schönes Schwertteil. Ich habe noch dieses Kurzschwert von Meister Eisinger. Seht euch das mal an. Ist das nicht schön? Das ist doch viel besser als eine Blume. Seht ihr, hier unten ist eine Blume in den Griff graviert. Und euer Name ist eingraviert. Richtig. Sowas bekommt man doch gerne geschenkt. Schütteln du den Kopf. Irgendwelche Blumen. Blumen verwelken, aber Stahl. Stahl ist für immer. Natürlich ist Stahl für immer. Aber ihr scheint wohl die Befindlichkeit der werten Dame getroffen zu haben. Bet ihr? Schenkt ihr Schmuck? Guck mal, der weiße Ritter. Der weiße Ritter. Der redet da mit irgendwem. Ich hab dich schon mal reingezogen. Das sind die nächsten Gegner, die euch gefordert haben. Der Weiße Ritter für Jalan und Barnhelm von Raben und für Rafim. Jalan, wie läuft das? Darf ich eigentlich auch irgendwann mal fordern? Weil ich meine, wenn ich dran bin, wenn diese ganzen anderen Leute gefordert haben, dann bin ich ja schon mindestens fünfmal gefordert worden. Natürlich, seht mal da vorne. Wenn die Hochadligen alle raus sind, und nach ihnen die Niederadligen, und nach ihnen die unbelehnten Ritter, und nach ihnen die Adligen ihrer Halber, und nach ihnen die angesehenen Bürger der Stadt, und nach ihnen die Angesehenen Bürger des Reiches. Und nach ihnen die Krieger. Nach ihnen die Schwertgesellen. Nach ihnen die ortsansässigen Söldner und Soldaten. Danach dürft ihr fordern, wenn ja, die alle raus sind. Das ist ja mein Punkt, da werde ich doch nie drankommen. Nun, ja. So eine Scheiße. Man will ja nicht, dass irgendwelches Gesorgs, nicht zu ungut, aber die kennen euch heute nicht, kommt und direkt den hohen Herrschaften einfach durch die vielen Kämpfe direkt das Turnier vermisst.